Quatsch. Ist es nicht schön, wenn es staubtrocken ist? Für zwei staubtrockene Interviews sorgten die Kollegen von Weltwoche. Und nun das Dossier. Heute wollen wir bürokratisch und staubtrocken zu Wege gehen mit Robert Sesselmann, der AfD-Landrat aus Sonneberg. Tja, es ist merkwürdig, dass Journalisten aus der Schweiz anreisen, um diesen doch deutschlandweit bekannten Mann zu interviewen. Derartiges würde ich eigentlich vom MDR erwarten und auch unter umfassender Berichterstattung verstehen. Aber auch die Kollegen in Leipzig oder Erfurt scheinen sich zu wähnen als Kampfpartei gegen diese Partei AfD, die in den Umfragen in Thüringen nun mal führt. Das Dossier. Meine lieben gesicherten und hochgesicherten Ton. Auf nach Sonneberg und in Thüringen sagt man natürlich Sonneberg. Ich bin ja nicht angetreten, um die Demokratie anzuschaffen, sondern ich bin angetreten, damit der Bürger vor Ort ein größeres Gehör bekommt. Wir haben Wahlkampf gemacht, in allererster Linie natürlich für den Bürger des Landkreises Sonneberg. Und Demokratie gehört dazu, das leben wir im Kreistag. Ich kann mir nicht vorstellen, das demokratische System abschaffen zu wollen. Das macht natürlich auch nicht die AfD. Im Gegenteil, wir sind ja als Oppositionspartei geradezu verpflichtet, die Regierung zu kontrollieren. Und interessant wird in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage zu diskutieren sein, wenn die Regierung Demonstrationen gegen die Opposition letzten Endes zulässt oder sogar noch forciert oder mit unterstützt. Was will sie dann? Will sie dann die Opposition als Kontrollinstanz ausschalten? Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen gibt es uns und ich mache hier meine Arbeit im kleinsten Landkreis. Ich bin auch nicht so groß, ich passe also gut in diesen Landkreis hinein und ich bin bestrebt, natürlich klar bestrebt, die Demokratie hochzuhalten. Auch ich räume ein, meinen Blick lieber auf die Geopolitik, denn auf die Lokalpolitik zu richten. Trotzdem ist sie wichtig. Robert Sesselmann zu seiner Arbeit als Landrat. Ja, ich fange früh gegen 8 Uhr an. Da gibt es die allmorgendlichen Gespräche zwischen mir und meinem Beigeordneten. Der ist Mitglied der CDU. Das heißt, wir verstehen uns natürlich hervorragend auf kommunaler Ebene. Da ist von Brandmauer nichts zu spüren, die immer so schön aufgebaut wird, medial jedenfalls aufgebaut wird. Die besteht privat nicht. Man muss ja Vertrauen haben zu dem Beigeordneten, der also einen wesentlichen Bereich der Dezernatsarbeit hier abdeckt. Wir haben ja 3 Dezernate, das heißt eine Stabsstelle und 2 Dezernate. Der Landrat ist zuständig für Dezernat 1 und 2 und der Beigeordnete für Dezernat 3. Beispielsweise ist er zuständig für die Schulpolitik, also das Schulverwaltungsamt. Da muss man unterscheiden zwischen Schulamt, Schulverwaltung. Und da sprechen wir früh um 8 die wesentlichen Problembereiche aus den verschiedenen Dezernaten an. Dann geht es um 8:30 mit den ersten Terminen los. Die ziehen sich dann über den Tag. Zwischendurch gibt es natürlich die typischen Unterschriftenmappen mit den jeweiligen Schreiben der Fachämter, die durch die Amtsleiter entsprechend freigegeben sind. Und da gucke ich dann, was da geschrieben steht. Also da macht man schlicht und ergreifend eine Behördenkommunikation, die Kommunikation mit den Bürgern. Und ich bin an sich nicht für den Normalfall zuständig, sondern für die Problemfälle. Das heißt, wenn es Probleme gibt mit dem Bürger oder Probleme mit den anderen Verwaltungsorganisationen, dann werde ich hier angerufen. Das heißt, dann beginnt meine Tätigkeit. Neben der Tätigkeit, die dann meistens so in den Feierabend hineingeht, das sind dann die Besuche bei der Feuerwehr oder aber auch die Besuche bei ehrenamtlichen Vereinen, Ehrenamtlern generell. Und da bringt man meistens eine kleine Spende mit. Das läuft dann abends, nicht jeden Tag, aber meist so verteilt auf die Wochenmitte und das Wochenende. Da sind dann die meisten Veranstaltungen. Zur Arbeit in Sonneberg. Moment, Sonneberg. Ja, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben zu sparen. Das Sparen ist natürlich nicht in aller Munde. Man möchte natürlich gewisse Projekte unterstützen. Aber wir sind in der freiwilligen Konsolidierung seit dem Frühjahr, also bereits vor meiner Amtszeit, und haben versucht jetzt auch, was das Personal angeht, zu straffen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier Kündigungen ausgesprochen haben, sondern dass altersgerechte Abgänge
entsprechend nicht mehr besetzt werden, sondern intern ausgeglichen werden. Wir müssen bei den Sachkostenbereichen sparen. Die Personalkosten sind wie überall durch die Inflation entsprechend gestiegen. Das heißt, wir müssen dann auch sehen, dass wir die Kommune nicht so stark belasten, denn wir haben jetzt keine Einnahmen wie beispielsweise eine kreisangehörige Kommune. Die hat ja die Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und die Einkommensteuereinnahmen. Wir profitieren nicht von den Steuereinnahmen, sondern haben einen ungedeckten Finanzbedarf, den die Gemeinden tragen müssen über die Kreisumlage. Das heißt, es besteht dann hier auch immer Handlungsbedarf, dafür zu sorgen, dass die Kreisumlage nicht so hoch steigt. Das sind so die Punkte, Probleme, die es zu lösen gibt. Es ist natürlich auch noch ein ganz wichtiges Problem in meiner Amtszeit aufgetreten. Das ist die Problematik der medizinischen Grundversorgung. Das heißt, wir haben einen Krankenhausverbund zusammen mit den bayerischen Krankenhäusern Lichtenfels und Coburg. Hier ist noch der Landkreis Hildburghausen mit betroffen, also unser Nachbarlandkreis. In den vier Standorten gibt es insgesamt 6 Krankenhäuser, also Akutkliniken und entsprechende medizinische Versorgungszentren. Dieses Klinikprojekt mit insgesamt 17 Gesellschaften ist leider notleidend geworden in finanzieller Hinsicht. Das heißt, es wurde Insolvenz angemeldet und wir müssen jetzt dafür sorgen, das wird dann auch nachher 15 Uhr der nächste Termin sein, dass wir unser Klinikum im Wege der Insolvenz wieder aus dem aus der Insolvenzmasse zurückerwerben. Also da haben wir auch viel zu tun und haben leider, das muss man ganz offen sagen, vom Land keine Unterstützung, obgleich es den Paragraph 2 des Thüringer Krankenhausgesetzes gibt, wo auch geschrieben steht, dass nicht nur die Landkreise für die medizinische Grundversorgung, sondern auch die Länder verantwortlich zeichnen. Leider unterstützen uns der Freistaat Thüringen nicht. Und das ist leider sehr traurig. Und jetzt versuchen Sie mal, was zu kaufen, wenn Sie kein Geld haben. Ganz schwierige Situation. Auch angesprochen, das Problem Rechte in der AfD. Also man muss immer kritisch gewisse Dinge hinterfragen. Keine Frage. Aber die Definition der Begriffe extrem und rechts, also da muss ich sagen, da sollte sich der eine oder andere doch mal fragen, ob hier vielleicht die Deutungshoheit des derzeit regierenden politisch-medialen Komplexes etwas zu weit ausgelegt wird. Also man stellt meistens immer fest, dass im Rahmen von Judikativentscheidungen, also richterlichen Entscheidungen, solche Begriffe dann nicht mehr tragfähig sind, weil man schlicht und ergreifend nicht an der Definition Extremismus und an der Definition Rechts letzten Endes das festmachen kann, was die AfD leistet. Die AfD ist, wie gesagt, eine in der Mitte der Gesellschaft verwurzelte Partei, die sich natürlich sämtlichen Schichten gegenüber verbunden fühlt. Das ist die Arbeiterschicht, das ist ganz klar. Das ist auch die Mittelschicht, das sind die Gewerbetreibenden und natürlich nicht oder viel weniger diejenigen, die die oberen 10.000 darstellen. Und die Deutungshoheit liegt nun mal bei 1% der jeweiligen Eliten. Und ich glaube, irgendwann wird auch der Punkt erreicht sein, dass man dieses Framing, was teilweise betrieben wird gegen die AfD, nicht mehr aufrechterhalten wird können und auch entsprechende Entscheidungen das bestätigen werden, dass die AfD eben nicht extrem und nicht rechts ist. Delikates zur Person Björn Höcke? Ja, ich glaube, da wird man stilisiert eine Person hier zu Unrecht hoch und ich bin der Ansicht, es gibt in der Partei sehr viele Persönlichkeiten, die in der Lage wären, eine sehr gute Politik für das Land, also für die Bundesrepublik zu machen. Und deswegen ist die Person Björn Höcke an sich nur eine Einzelperson, an der man sich reibt, weil sie möglicherweise in der Vergangenheit einige Fehler gemacht hat im politischen Diskurs. Aber das ist nicht die Partei. Die Partei besteht ja auch aus Tino Chrupalla, aus Frau Dr. Weidel. Und das sind aus meiner Sicht alles Persönlichkeiten, die in der Lage sind, die Partei nach vorne zu tragen und für die Partei auch sehr positive Werbung zu machen. Man sieht dann immer wieder so diese Reden, diese schwärmerischen, fast schon nationalromantischen Reden von Björn Höcke aus dem Hut. Ist dieser AfD-Chef von Thüringen dieser Rechtsextreme, zu dem er gemacht wird, oder nicht?
Also ich glaube nicht, dass man von extrem sprechen kann, weil Björn Höcke von seiner Natur her immer darauf bedacht ist, mit den Leuten sehr demokratisch umzugehen. Das heißt, in einem Diskurs zu gehen, auch mit den jeweilig auch politisch Andersdenkenden zu sprechen. Das merkt man an seiner sehr guten Arbeit im Landtag. Er bietet immer, streckt immer die Hand zur Diskussion aus. Man sieht es oder hat es auch gespürt bei der Wahl zum Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Es gab ja zwei Wahlen bei uns, als Björn Höcke ihm die Hand ausgestreckt hat und damit gezeigt hat, dass er ja am demokratischen Diskurs teilnehmen will. Wer nicht die Hand ihm gereicht hat, war der damalige, gerade frisch gewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er hat ihm den Handschlag verweigert. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Björn Höcke auch und mit allem, was er aufbietet, auf den, also die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, nämlich demokratisch und frei zu agieren, verinnerlicht hat. Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland! Wer Frieden will, ist rechts. Das haben Sie wirklich toll hingekriegt. Meine Komplimente. Es wird spannend für Historiker. Ich sag mal voraus, das werden wahrscheinlich keine Deutschen sein. Vielleicht US-amerikanische, chinesische. Aber zum allgemeinen Ton gegen die AfD. Ja, das ist ein Ton, der in einer gewissen Zeit in Deutschland mal verwendet worden ist, gegenüber Andersdenkende, der sehr bedenklich einzuschätzen ist. Und wenn der Verfassungsschutz eine Überprüfung vornehmen sollte, sollte er vielleicht diese Personen auf ihre Verfassungstreue mal prüfen, weil grenzt schon stark an gewisse Zeiten heran, die man nicht mehr erleben möchte. Das Dossier. Ja, aber ich bin mir sicher, dass unsere Politiker zumindest einen Großteil sich unter Kontrolle hat und eben solche Ausdrücke nicht wählt. Also solche Kraftausdrücke, wie da verwendet werden, oder solche Schmährufe, die gegenüber den ein oder anderen Politikern oder sogar gegenüber der Partei geäußert werden, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das mache. Also mein Ziel ist es, und das sollte auch das Ziel aller sein, immer in den politischen Diskurs mit dem politisch Andersdenkenden zu treten, Meinungen auszutauschen, vielleicht auch mal die Meinung zu akzeptieren, die von der anderen politischen Ebene oder von dem anderen, von dem politischen Gegner gebracht wird, weil die vernünftig ist. Das ist doch nicht die Frage. Also ich strecke immer die Hand aus und bin daran interessiert, mit allen Fraktionen zu reden und die Probleme zu lösen, die bestehen. Und so sollte auch die große Politik sein. Und wenn ich einen Tipp geben könnte an die Altparteien, dann würde ich sagen, lass doch mal mehr AfD-Politiker in die Verantwortung, in die politische Verantwortung, und lasst sie mal ausprobieren. Vielleicht können sie was ändern, vielleicht aber auch nicht. Und wenn sie es nicht können, dann würden sich wahrscheinlich auch die Umfragewerte der Altparteien wieder verbessern. Aber solange man sich partout dagegen wehrt und mit allen Mitteln versucht, also auch mit Geldeinsatz Wahlen zu gewinnen, dann wird die AfD nie in die Verantwortung kommen und kann sich nie bewähren. Vielleicht ist es gewünscht, aber ich denke, die Angst der Altparteien ist wahrscheinlich weitaus größer vor den Erfolgen, die sie selber nicht mehr erzielen oder erreichen werden, die dann die AfD einfahren würde. Robert Sesselmann zum Umgang mit ihnen. Also ich muss feststellen, dass der Umgang hier mit sämtlichen Gruppierungen und Fraktionen aus dem Kreistag sehr gut ist. Ich will nicht sagen hervorragend, ich möchte sagen sehr gut, weil wir mit allen reden können. Die Basis ist ja das Miteinanderreden. Und das funktioniert. Im Gegensatz zum Landtag, das stelle ich immer wieder fest. Ich habe letztens den Landtag wieder mal besuchen dürfen und bin da durchgegangen, habe jeden mal freundlich gegrüßt und dann wieder feststellen müssen, da ist es eben so, dass es dann so typisches Denken gibt, dass man mit Leuten von der AfD nicht redet, noch nicht mal einen guten Morgen oder einen guten Tag wünscht. Also da werden sämtliche Regeln des Anstandes nicht beachtet. Und das ist aber hier in Sonneberg nicht so. Ich bin daran interessiert, dass alle miteinander anständig umgehen. Und das ist meine Maxime und mein Ziel. Ich möchte am Schluss meiner Legislatur hier sagen können, ich habe nicht gespalten, sondern vereint. Was sagt Robert Sesselmann zur Brandmauer? Die Brandmauer wird fallen, zwangsläufig. Man ist mit der Linkspartei damals auch sehr unanständig umgegangen. Man ist mit den Grünen eine Zeit lang sehr unanständig umgegangen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Brandmauer bröckelt. Und ich glaube, je mehr kommunale Verantwortung wir tragen als AfD
umso mehr werden die Menschen und natürlich auch die anderen Politiker feststellen, dass das ganz normale Menschen sind und keine Nazis oder Extremisten, wie man uns gerne vorwirft. Und das versuche ich jetzt auch mehr oder weniger durch Gespräche zu forcieren und zu unterstützen. Kennen Sie noch die heiteren Geschichten von Grisou, dem kleinen Drachen, zu Brandmauern? Entschuldige bitte, Papa, aber ich werde Feuerwehrmann. Ein richtiger Feuerwehrmann werde ich. Jawohl, Feuerwehrmann will ich werden. Aber nun, liebe Gesicherte und Gesichertin Tonton, aufrecht hinsetzen, die Zukunft Deutschlands. Ja, das Deutschland der Zukunft darf nicht in diesem Maße deindustrialisiert werden durch Vorgaben, durch den Eingriff in die Wirtschaft. Man muss dem seinen Lauf auch lassen, man muss sich wieder vergewärtigen, was eigentlich soziale Marktwirtschaft heißt. Man muss sich vergegenwärtigen, was es heißt, wieder in der Schule eine gute Schulpolitik zu machen. Das heißt, die Kinder so zu erziehen, dass auch das Leistungsprinzip wieder gilt. Und man darf sich nicht so sehr links-grünen Fantasien hingeben, weil die meistens nicht so erfolgreich sind. Das sieht man an der Wirtschaftsentwicklung, das sieht man an der Schulausbildung, das sieht man auch an dem Fachkräfteschwund. Man muss wieder mehr für die Familien tun. Ganz wichtig, die Politik muss ausgerichtet sein auf die Familie, die hier vor Ort natürlich gestützt und gestärkt werden muss. Also Familienpolitik muss sich ändern. Wir sehen es vor Ort gerade an der Gesundheitspolitik, da muss sich auch einiges ändern. Also es sind sehr, sehr viele Baustellen, die dieses Land hat, wo wir ansetzen müssen. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass sich die eine politische Opposition, nämlich die AfD, um diese Probleme in Regierungsverantwortung kümmert. Und ja, bei einigen legt sich bei diesen ernsten Themen ein wenig Schatten auf den Tag, aber wir wollen hoffnungsvoll enden. Also ich habe immer Hoffnung, das ist das Wichtige. Ich habe immer Hoffnung, dass man auch aus den Fehlern lernt. Das ist ja Sinn und Zweck des Lebens. Man sollte aus seinen Fehlern lernen. Und ich habe Hoffnung, dass auch die derzeitige Regierung möglicherweise noch aus ihren Fehlern lernen wird. Wenn vielleicht dann auch erst in der Opposition, aber dass zumindest die Tendenz dahingehend läuft, dass man sich von den Wirtschaftsvereinigungen, den Interessenverbänden und sonstigen Verbänden durchaus dem offenes Gehör schenkt und auch mal zuhört. Und wenn die das nicht machen, dann machen wir das auf jeden Fall, denn das ist Sinn und Zweck der Politik. Die Politik ist dazu da, um die Rahmenbedingungen abzustecken, dass es dem Bürger gut geht. Es wird nicht alles billig sein, also man wird nicht um die Abgabenlast herumkommen, aber dass es dem Bürger gut geht, dass er ein positives Gefühl hat, dass er in dem Land, wie das damals die CDU beschrieben hat, gut und gerne leben will. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Und wenn es die anderen nicht schaffen, dann setzen wir das. Frau Sesselmann aus Unberg, das Dossier. Dienstag, der 19. März 2024. Mensch, ist das viel Thüringen heute hier. Gestern habe ich mir eine Fernsehdokumentation des ZDF von 1982 angesehen. Es ging um die Stadt der Türme, eine Dokumentation 1982 über meine Geburtsstadt Erfurt. Und da wurde doch eingeblendet das Gebäude, in dem heute Bodo Ramelow sitzt, der weiter drin sitzen bleiben möchte, über 30% der Stimmen haben möchte, obwohl er derzeit in Umfragen nur 15% hat. Ja, und in das der Björn Höcke hinein möchte. Der hat die entsprechenden Umfragen über 30%. Das Gebäude wurde in dieser Dokumentation sachlich als Rat des Bezirkes bezeichnet. Ich war richtig erschrocken über die Veränderung in der Sprache. Heute wäre es der gesicherte Rat des Regimes, des aggressiven, terroristischen Unrechtsstaatsbezirkes. Wie sagt man, zeigt umbringen mit absolutem Stumpfsinn. Das ist Stumpfsinn. Ja, und ein Volk, welches sich freiwillig einer derartigen Sprachkultur unterwirft, kann eigentlich nur als dumm bezeichnet werden. Und das macht Jens Zimmer in einem brillanten aktuellen Kommentar. Dumm wie ein Deutscher. Extrakte heute hier in der kleinen Audiodatei. Wobei ich dumm fast noch verharmlosend finde, denn dieses Volk macht es ja zum wiederholten Mal. Da muss schon eine Sehnsucht nach Nichtbildung, nach intellektueller Verweigerung vorhanden sein. Vielleicht hängt das mit der Romantik zusammen. Ich hatte ja auch schon mal kommentiert, Goethe, Schiller und Heine, vielleicht sind wir ja gar nicht das Volk der Dichter und Denker, sondern haben diese Herren gehabt.
weil wir ein Volk voller Deppen sind. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es kann natürlich auch kriminelle Energie sein. Infolge der Denke, wir wären etwas Besseres. Was wir können, Schlager. Im Alter von 96 Jahren verstorben Henry Valentino mit Uschi im Wagen vor mir. Und es gab noch einen Nachfolger. Nur 73 Jahre alt wurde Steve Harley. Hoffentlich in bester Gesundheit Geburtstag feiern kann heute. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken. Auf Egon Krenz, 1976. Ich könnte über den Rechenschaftsbericht sprechen, den Genosse Erich Honecker gehalten hat, indem er eine großartige Bilanz über die Republik und ihre Entwicklung gezogen hat. Ich könnte über die inhaltsreiche Diskussion etwas sagen, die wirklich großartig und zukunftsträchtig war. Ich könnte etwas über den großen Geist des proletarischen Internationalismus sagen. Das alles war ein herrliches Erlebnis, der gesamte Parteitag. Und trotzdem, die Manifestation, wir werden sie nie vergessen. Warum eigentlich? Das, was während des Parteitages im großen Saal unseres Palastes der Republik gesagt worden ist, das fand seine Bestätigung, als dann über 100.000 junge Menschen die Delegierten des Parteitages empfingen. Sie weilt nicht mehr unter uns, wurde aber im selben Jahr 1937 geboren, Julia Axel. Der letzte Frühling war voll Poesie. Macht Schlager dumm? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Dazu gleich ein Zimmer von Infrarot Medien, dumm wie ein Deutscher. In der aktuellen Ausgabe von Koffein hat Jan Zimmer viele Themen besprochen. Ich habe rausgegriffen, die Wahl in Russland. Die Süddeutsche Zeitung berichtet internationale Reaktionen und führt ein, an der Liste von Putins Gratulanten und Nicht-Gratulanten lässt sich wie einst im Kalten Krieg die Teilung der Welt ablesen. Natürlich, als negativ bezeichnet werden die Staatschefs aus Caracas, Managua, Pyongyang im Bild. Nicolas Maduro, er wird zitiert, unser älterer Bruder hat triumphiert, was ein gutes Zeichen ist für die Welt. Mit mehr als 87% der Stimmen habe Putin den Krieg gegen das Imperium des kollektiven Westens völlig gewonnen. Der Politik verweigern sich der noch immer nicht Taurus liefern wollende Olaf Scholz. Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Frank-Walter Steinmeier, er lässt seine Präsidialamtssprecherin zu seiner eigenen Politikverweigerung ausrichten. Es wird kein Schreiben an Putin geben, auch nicht von Annalena Baerbock. Sie hat wahrscheinlich eh andere Volksgruppen als europäische im Blick. Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan. Die Verweigerung von klassischer Diplomatie ist mir die Verweigerung von Politik. Der anderen Seite gegenüber ist es an sich eine Kriegserklärung. Weil wenn man nicht mehr reden will, wenn man nicht diplomatisch agieren will, will man Krieg. Und die andere Seite wird sich darauf einstellen müssen. Putin, Lavrov, Shoigu sehen sich als Europäer, sie wollen das nicht. Ihnen werden andere folgen. Wer sich 5 Minuten in der Woche mit der russischen Innenpolitik beschäftigt, könnte sie sehen. Wer das nicht tut, wer angestrengt weghört, wird sich Täter nennen müssen. Bevor wir jetzt aber zu Jens Zimmer kommen, eine andere Frau. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Sie lässt über dpa wissen, wir müssen anders mit Russland umgehen. Ich zitiere, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass auch unabhängige Meinungsinstitute darauf hinweisen, dass der Rückhalt für Wladimir Putin in der russischen Bevölkerung hoch ist und wir in den nächsten Jahren mit ihm rechnen müssen. Der westliche Versuch in anderen Ländern von außen einen Regimewechsel und mehr Demokratie zu erreichen, sei schon in Libyen und im Irak krachend gescheitert. Der Umgang mit der russischen Wahl jetzt an diesem Wochenende ist auch interessant. Haben Sie irgendwo irgendetwas wie normale Berichterstattung mitbekommen? Also ohne Propaganda? Garantiert nicht. Ja. Oder schreiben Sie es mir in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, irgendwo einen normalen Bericht über die Wahl in Russland zu sehen. Ich glaube, es hat es nicht gegeben in Deutschland. Ja. Also außer vielleicht irgendwie alternative Quellen. Aber die Proteste der unterdrückten Opposition, die haben Sie bestimmt mitbekommen. Ne? Sie wissen ja, wie die ausgesehen haben. Die Proteste der unterdrückten Opposition, das waren Schlangen vor den Wahllokalen. Ja, das war der Protest der unterdrückten Opposition. Das erinnert so an Robert Habeck. Egal, was er tut,
Und egal wie es kommt, er ist immer erfolgreich. Ja, und die unterdrückte Opposition in Russland, die ist auch immer erfolgreich. Ja? Stellen Sie sich vor, da wären keine Schlangen gewesen. Dann wäre das auch ein Zeichen der Unterdrückung durch diesen Putin gewesen. Ja? Die Leute interessieren sich überhaupt nicht für die Wahlen. Das ist alles Lug und Betrug. Aber es stehen da lange Schlangen vor den Wahllokalen. Ja, dann ist das der Protest der Opposition. Egal wie es kommt. Ja, Sie verstehen das Prinzip. Noch einmal. Hier wird getan. Von Tätern. Gleich die Pointe. Israel. Mehr als 40 Hamas-Mitglieder wurden in der Shifa-Klinik im Gazastreifen getötet. Mehrere Tote gab es bei Bandenangriffen in Haiti. Großbritannien dementiert russischsprachige Berichte über den Tod von König Charles. Dass diese Berichte russischsprachig sind, lese ich im Artikel weiter unten beim ORF. In der Überschrift wird geschrieben, russische Berichte, als ob nur Russen russisch sprechen. Fällig, Donald Trump, $450 Millionen, diese kann er nicht zahlen. Die Bevölkerung hier, ja, also wie dumm, ja, dumm wie ein Deutscher, ja, das sollte man eigentlich mal als Sprichwort ja, etablieren, dumm wie ein Deutscher. Und wer ist schuld? Putin. Und auch heute nicht vergessen, Krieg ist scheiße. Die meiste Sonne heute im Osten, sonst Wolken, Nebelfelder, Regen, morgen trockener, zum Wochenende mehr Regen, am Oberrhein 20 Grad, ab Wochenende dann deutlich kühler. Machabu, Alternative Music.